rechts rein? Ja. Warst du schon mal hier drinnen? Ja. Wann denn? Ich kenne dich nicht. Tut mir leid, heute nicht. Was ist dein Problem? Ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch. Du kommst hier nicht rein. Jetzt lass bitte Platz. Was besagt ich vermittle dir gleich den Besitzer, dann kannst du mit dem sprechen. Und komm jetzt hier vorne, dann kannst du gleich sprechen. Hi. Hey. Raus. Warum? Warst du schon mal hier? Ja, öfters sogar mit meinem Kollegen. Mit den anderen Iranern? Ja. Ja, umso schlimmer. Raus. Warum? Die haben Stress gemacht. Ich rufe die Polizei, das weißt du. Das kannst du gerne machen. Möchtest du deine Personalnummer, deinen Namen, irgendwas haben? Bist du Türsteher oder bin ich Türsteher? Ich werde zur Polizei gehen, du wirst deinen Job verlieren. Änder dein fucking Verhalten bitte. Einmal lockern. Atmen, lockern, lockern, lockern. Meine Cousins haben mich darauf vorbereitet, so die Eltern haben gesagt, wenn du feiern gehst irgendwann oder wenn du mal mit Freunden ausgehst, das wird passieren, dass du mal nicht reinkommst. Das ist halt so, wir Kanaken werden so wahrgenommen. Das habe ich gehört. Und dann hat man das internalisiert. Aber das ist voll die Gewalt. Das ist Gewalt gegen bestimmte Gruppen. Und da schnürt uns jemand die Luft zum Atmen zu. Das schnürt uns jemand die Freiheit zu. Also, ich bin am 31.10.93 in Pasajik im Südosten der Türkei geboren. Meine Familie hat einen türkisch-kurdisch-alevitischen Hintergrund. Wir sind 1995 nach Deutschland gekommen. Seit 2008 lebt meine Familie bei Gießen, also in der Nähe von Frankfurt am Main. Was hat dich geprägt? Wir kennen das, meine Mutter ist nie zur Schule gegangen. Mein Papa nur bis zur 5. Klasse und war dann Hirte bzw. Schäfer unterwegs auf den Weiden im Südosten der Türkei. Und mich hat das sehr geprägt, weil ich weiß, was Armut bedeutet. Ich weiß, was es ist, asylsuchend zu sein, um einen sicheren Aufenthalt zu bangen und dann es doch zu schaffen. Also ich bin trotzdem hier aufgewachsen, in zwei Welten. Ich habe zwei Seelen in meiner Brust, Hashtag MeToo. Wir bringen etwas mit, was als Defizit gedeutet wird. An der Stelle aber möchte ich dafür plädieren, dass wir überlegen, was uns geprägt hat und das als eine Kompetenz mitzunehmen. Çok gelen müşterilerim diyor ki ne senin oğlanı diyor ki ne televizyondan gördüm. Gördüm deyince veya diyorlar ki ne gazetede senin oğlunun resmini gördüm. Kendimin şeyine hep saygı duyuyorum. Oğlum yani Almanlardan daha çok Almanları daha çok şey yapıyor kendisi. Yani insan ayrımı görmüyor. Hepsini bir tutuyor. Türk, Kürt, Alman yani bunu şey yapmıyor. Ama en çok Almanı çok şey yapıyor. Sie kennen ihn vielleicht schon aus der Presse mit der Hotline für besorgte Bürger oder mit seiner Twitter-Kampagne und dem Hashtag MeToo. Montags bis donnerstags von 18 bis 20 Uhr sprechen Sie mit Menschen, die sich vor Flüchtlingen in Deutschland fürchten. Wenn das deutsche Volk sich nicht jetzt wehrt, wird es in 30 Jahren kein deutsches Volk mehr geben. Das ist Fakt. Um diese Angst zu nehmen, hat Ali Can eine Hotline für besorgte Bürger eingerichtet. Ich habe gemerkt, dass hinter vielen Parolen eigentlich auch Bedürfnisse stecken, dass nicht jeder, der bei Pegida mitmarschiert oder die AfD wählt, ein Rassist wirklich ist. Prinzipiell kann jeder anrufen, der das Bedürfnis hat, mit Ali, dem Asylbewerber ihres Vertrauens, sprechen zu wollen. Das ist der Platz, auf dem Pegida stattfand vor 4 Jahren, kurz vor Ostern, wo ich dabei war, das erste Mal. Ich bin von da gekommen und dann bin ich in der Mitte stehen geblieben und das war auch ein sehr interessantes Gefühl, einer von ganz vielen Tausenden zu sein und zwar einer zu sein, über den, also, den man wahrscheinlich nicht hier haben will in Deutschland. Und dann hat der Redner davon gesprochen, dass eben Ostern etc. alles bedroht, überfremdet, islamisiert. Und dann habe ich so in meinem Rucksack gekramt nach diesem Schokohasen. Das war so dieser magische Moment, als ich mit diesem Osterhasen dann durch die Menge gegangen bin. Und zwar so ganz sachte. Hatte ich vorher eher so skeptische Blicke und irgendwie so verschlossene Gesichtsausdrücke und Haltungen. Schienen die Menschen danach etwas offener zu werden. Ja, man muss den Dialog suchen, ja, oder? Ja. Ja, den Dialog suchen und mit den Menschen reden. Stimmt. Ja. Nee, immer auf die Presse hören. Ja, nee, deswegen, ich bin extra gekommen, weil ich nicht auf die Presse hören wollte. Ich dachte, ich rede mit den Menschen selber. Ja.
Sie sind ja hier, weil Sie... Und diese Erfahrung war so bedeutsam für mich, dass ich sagte, ich will diesen Ansatz, diese wertschätzende Kommunikation weiter verfolgen. Und da ich natürlich als Student damals noch nicht immer nach Dresden fahren konnte, um diesen Ansatz vor Ort eben umzusetzen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, in ein ehrliches, aufrichtiges Gespräch auf Augenhöhe, habe ich eine Hotline gegründet. Die Hotline für besorgte Bürger. Der ist schon öfters auffällig geworden, vor allem in meiner Nachbarschaft. Oh, okay. Auch strafauffällig? Ja. Du sagst, das waren Asylbewerber? Ja. Aber was hast du gemacht? Du hast dann den, bist auf ihn losgegangen? Ja, ich bin auf ihn losgegangen und habe ihn halt zusammengeschlagen. Okay. Schau mal, grundsätzlich, wenn das so ein Strafauffälliger ist, und der schon öfter aufgefallen ist durch vielleicht negative Sachen, dann kann ich verstehen, dass man dann irgendwann sich entlädt. Nur, du bist auch reflektiert, so wie ich dich jetzt wahrnehme. Ich würde dich schon so einstufen, dass du vielleicht beim nächsten Mal einfach da eher polizeimäßig rangehst, weil es hat ja Einfluss auf seinen Asylbewerberprozess. Und wenn man damit eigentlich auf diesen Weg kommt, ist das genauso effektiv. Kannst du mich ein bisschen nachvollziehen? Draufgelegt. Spasti. Nee, sorry. Also es ist mir selten passiert, dass jemand einfach tatsächlich auflegt. Weil ich die ganze Zeit erklärt habe. Und dann weicht mir das einfach dann plötzlich aus. Es ist ja so, dass sobald jemand für etwas sich engagiert, gibt es immer Menschen, die gegen einen sind. Und damit musste ich echt schnell klarkommen. Das heißt, ich bin eine Projektionsfläche für Hass, für Hetze, für Rassismus. Als ich die Morddrohung bekommen habe, war natürlich mir schon hin und wieder mulmig zumute. Ich war dann in den ersten Wochen und Monaten besonders vorsichtig. Das heißt, ich habe, wenn ich alleine war, natürlich immer geguckt, ist die Tür wirklich abgeschlossen. Ich habe mich auf die tollen Überwachungskameras verlassen. Wir haben dann noch ein paar mehr angebracht. Und dann bin ich zur Polizei, habe eine Anzeige gemacht. Ich habe die Nachricht gezeigt und der Polizeibeamte war gar nicht geschult dafür, mit so einer Situation umzugehen. Und relativ schnell hat sich der Staatsschutz bei mir gemeldet und hat versucht, die Nachricht eben zu entschlüsseln, zurückzuverfolgen. Trotzdem kann der Staat ja auch nicht wirklich was tun an so einer Stelle. Also was soll er tun, als zu reagieren? Also wenn etwas passiert, dann passiert es sowieso. Aklımda geçiyor. Çünkü diyorum ki ne Ali'ye zaman zaman mektuplar geldi. Ali'yi tehdit mektupları geldi. Çok korkuyorum. Tabii ki bazen söylüyor. Ben onun için geceleri gerçekten rüyama giriyor. Uykum bile gelmiyor. Ben Ali'de çok korkuyorum. Böyle ben her zaman diyorum oğlum karabalık yerlere girme giderken her zaman dikkat et kendine. Hep kendisini uyarıyorum Ali'yi. Kendisine söylüyorum. Tabii ki korkuyorum. Hallo. Hallo, guten Abend. Ach, guten Abend sage ich. Guten Tag. Hallo, grüße Sie. Ali Can, hi. Hallo. Hallo, was geht? Na? Alles gut? Bei dir? Auch soweit, danke schön. Ich finde, wenn ich eine rassismusfreie Gesellschaft fordere, dann muss ich das ja erstmal vorleben können. Ich muss einen Ort kreieren, an dem Menschen total unterschiedlich sein können und gleichzeitig super friedlich und respektvoll miteinander umgehen. So
kam die Idee für das Viel-Respekt-Zentrum. Und wenn ich eben zeigen kann, dass im Viel-Respekt-Zentrum das möglich ist, dass wir ungeachtet unserer Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung, politischen Meinung respektvoll miteinander umgehen, so kann ich auch den Leuten beweisen und sie ermutigen, das auch für die Gesellschaft sozusagen anzustreben. Ja, es verschlägt mir die Sprache tatsächlich. Ich bin unfassbar stolz, was wir heute hier erleben dürfen. Gerade vor einem Jahr hat das Viel-Respekt-Zentrum eröffnet. Und das zeigt einfach mal, was möglich ist, wenn man Menschen und Gruppen einen Raum gibt. Einfach mal einen schönen, wertschätzenden Raum gibt und die Möglichkeit, sich zu vernetzen, sich zu treffen, eine Ausstellung zu machen. Ich habe ja auf Lehramt studiert, weil ich dachte, dass ich Lehrer werden möchte. Aber habe ja im Studium gemerkt, dass ich gerne meine Gabe woanders einsetzen würde, gerne Projekte für Menschlichkeit mache, gegen Hetze und Spaltung. Und dann ist noch was passiert. Wochen später habe ich im Netz ein Video gesehen, das sogenannte Clausens-Video. Wir sind das Volk! 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 Das war auch so ein echt wichtiges Ereignis für mich, was mein persönliches Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und da dachte ich so, wow, gerade vor Krieg und Terror geflohenen Menschen werden gerade mit einem Brüllangriff wieder abgelehnt. Und habe dann journalistisch gearbeitet, habe Workshops gegeben, Politikerinnen und Politiker beraten, habe Vorträge gehalten, habe zwei Bücher geschrieben und jetzt leite ich ein Respektzentrum. Also was bin ich? Diese Frage stelle ich mir ein bisschen. Alexa, Alexa, spiel Good Morning von Tommy Steele. Good morning. We've talked the whole night through. Bei Wikipedia steht Sozialaktivist und sowas ist auch ganz toll, weil ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der Sozialaktivist genannt wurde. Ama okulunu, üniversitesini babası söyledi ya, her zaman söylüyor oğlum. Diplomanı al, ondan sonra işine devam et. Ama ikisi beraber çok ağır geliyor kendisine, zor oluyor. O yüzden şey yapmıyor. Diyor, önce benim işim beraber zor olur. Ha yaparım, ha yaparım ama bir türlü yapmıyor. Yani yapmak istiyor, bu işini daha çok seviyor. Da habe ich natürlich von meinen Eltern die üblichen Aussagen gehört, wie ist kein sicherer Job und was ist das, mach doch lieber was Vernünftiges, wo du einen angesehenen Beruf hast, wo du deine Familie mal später ernähren kannst und so weiter. Und jetzt ist es so, dass ich durch natürlich die Lesungen, durch die Bücher und vor allem meinen Job in Essen sie schon doch mit Stolz erfülle. Und das freut mich deshalb so, weil sie zu Beginn dieser Reise nicht auf meiner Seite waren. Ich dachte, ich bin irgend so ein Querulant, ich werde irgendwie vielleicht meine Eltern enttäuschen. Ich habe irgendwie andere Bedürfnisse, ich will raus. Tatsächlich musste ich mich erst befreien und weg, um meinen Weg finden, meinen eigenen Weg finden und dann mit einem, ja, mit mehr Mut und mehr Selbstbewusstsein dann zurückzukommen und zu wissen, was sie auch für mich bedeuten. Aber das habe ich erst herausgefunden, nachdem ich Hashtag MeToo gemacht habe, zum Beispiel. In den ersten Jahren, nachdem wir den Dönerimbiss übernommen hatten, war es mir unangenehm, wenn meine Eltern vor deutschen KundInnen Türkisch sprachen. Damals dachte ich, dass die deutschen KundInnen uns mehr akzeptieren würden, wenn wir Deutsch sprechen. Mein Vater hat in knappem Jahrzehnt bei Tönnies gearbeitet und hat mit Menschen zusammengearbeitet aus Rumänien, aus Bulgarien, aus der Türkei. Da lernt man die Sprache nicht. Er hat hart geschuftet, weil er keinen Schulabschluss hatte, damit wir Kinder wiederum ganz andere Voraussetzungen haben, als die er hatte. In diesem Sinne sind meine Eltern meine Integrationshelden. Und heute sehe ich ein, dass es völlig in Ordnung ist, wenn sie miteinander Türkisch reden. Wenn mein Papa sagt, ich bin kein Deutscher, er sagt es nicht, weil es sich für ihn nicht so anfühlt, dann hat er nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
und er ist woanders sozialisiert. Er ist aber dadurch nicht schlecht integriert oder ein schlechterer Mitbürger oder Mitmensch. Das ist deswegen so wichtig zu sagen, weil das immer mit dem Integrationsverständnis zusammenhängt. Ich muss jede subjektiv erfahrene Leid muss ich ernst nehmen. Selbst wenn ich nach den Maßstäben, die ich so habe, sage, hey, das war nicht so schlimm. Natürlich gibt es Fälle, wo ganz klar ist, das ist super schlimm. Aber es gibt ja auch Fälle, wo man denkt, oder wo man zumindest nicht auf Anhieb nachvollziehen kann, was an dieser Erfahrung jetzt so traumatisierend war. Soll ich ein Beispiel geben? Hm? Klar. So die woher kommst du Frage. Mal angenommen, ich werde gefragt, woher kommen Sie denn? Ne? So, Sie haben keinen deutschen Pass, oder? Nein. Na, dann bin ich deutscher als Sie. Aber mal angenommen, ich wüsste, dass Sie jetzt aus Österreich kommen, mich interessiert. Oder ich würde sonst wie erkennen, Sie kämen aus Österreich und würde sagen, woher kommen Sie? Und sie sagt irgendwie, weil sie mittlerweile in Deutschland wohnt, in irgendeiner x-beliebigen Stadt, sagen wir mal Dresden. Und ich sagte, nee, aber woher kommen Sie denn ursprünglich? Sie sagt, ja, in Dresden, in der Altstadt. Na, also ursprünglich, oder wo kommen Ihre Eltern her? So, jetzt kann diese Person, die fragt, sagen, meine Absicht ist eine positive Absicht. Dahinter steht das Bedürfnis, jemanden kennenzulernen. Aber die gefragte Person hört diese Frage öfter, als dass die Person diese Frage stellt. Und die Summe der Fragen erschaffen ein Gefühl. Das heißt, auch mit einer guten Absicht geht eine Erfahrung einher, die wir Ausgrenzung nennen, die wir das nervt nennen. Und das muss man unterscheiden. Es gibt immer zwei Perspektiven. Da würde ich tatsächlich sagen, kommt mir übersensibel vor. Hier ist unser Regal im Wohnzimmer. Hier ist ein Bild von dem Ali. Der war da richtig süß. Voll klein. Und hier im zweiten Regal von unserem Wohnzimmer gibt es Bücher von dem Ali. Das ist sein erstes, Hotline für besorgte Bürger. Das war sein allererstes Buch. Richtig interessant. Hier ist noch ein zweites Buch vom Ali. Das war sein zweites. Und heißt Mehr als eine Heimat, wie ich Deutschland neu definiere. Da geht es mehr um unsere Heimat, wie wir von Deutschland hier von Türkei hier hingekommen sind nach Deutschland. Hier ist eine Überwachungskamera. Das war, weil einmal wurde unser Auto zerkratzt, einfach so, weil unser Auto war im Hof und dann kam irgendjemand und hat es zerkratzt. Deswegen seitdem haben wir eine Überwachungskamera und ja, viel sicherer. Alin Babası olarak Ali'ye nasıl tehditler geliyorsa, Ali'ye nasıl karşı gelenler varsa yani Ali'nin yaptığı işten dolayı bizi de sevmeyenler vardır illakine. Ama yani herhangi burada dükkana gelip bir şey bize yapabilirler diye bizim kaygılarımız da vardır. Yalnız ben kendime göre biz de tedbirimizi alıyoruz ama ne kadar da tedbir alsan gelen adam bir kişiyle gelmez ve boş gelmez. Yanında ne getirir? Bıçak mı getirir? Silah mı getirir? Onu Ferhat wurde angeschossen, noch gewisse andere Leute wurden angeschossen, die auch immer in Jutz chillen. Die kommen da rein, einfach mit Waffen, bam, bam, die schießen diesen Chef ab den Kopf und dann gehen raus. Ferhat war das tot, Momo ist das tot. Gegen 22 Uhr schießt ein Mann in einer Shisha-Bar im Zentrum von Hanau um sich und tötet 4 Menschen. In einem Kiosk-Café im Stadtteil Kesselstadt eröffnet er das Feuer abermals.
tötet 5 Menschen und verletzt weitere. Ich habe gerade die Sprachaufnahme angehört und noch ein Video gesehen. Cousins von mir, die wohnen alle um Hanau und Dietzenbach rum. Und einer, wie gesagt, wohnt mit seiner Frau in Dietesheim. Das ist 2-3 Kilometer von diesem Ort entfernt. Uns interessiert vor allem dieser Rassismus, die Opferseite. Sie leben hier, sie gehen ihrer Arbeit nach, sie fallen nicht negativ auf. Trotzdem können sie sich nicht sicher sein, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, dass da ein rechter Terrorist kommt und sie einfach kaltblütig erschießt, nur weil sie eben eine andere Herkunft haben. Hast du da jetzt eine größere Angst in Hanau oder generell? Wir waren zu der Zeit alle beim Essen. Wir waren circa 10 oder 12 Personen. Das haben wir noch nie erlebt. Der Mann ist erst von der einen Seite reingekommen und hatte alle umgebracht. Dann ist er direkt auf unsere Seite gekommen. Wir machen uns jetzt gerade, just in diesem Augenblick, machen wir uns Gedanken über eine neue Sicherheitsvorkehrung. Das heißt, ob wir zum Beispiel Türen nur öffnen, wenn jemand klingelt und man sehen kann, wer das ist. Bis hin zu so Amok-Alarmanlagen, dass wenn etwas passiert, dass man einen Knopf drückt und es im ganzen Haus Sirenen ertönen. Ich möchte keine zweite Reihe. Wenn es klappt, dass wir nur eine Reihe machen, fände ich es schön, wenn wir eine Reihe machen. Ich will jetzt gar nicht mehr warten, dann verschiebe ich den ersten Punkt. Oder da ist er. Ali. Hi. Guten Tag zusammen. Hallo. Herzlich willkommen. Hi. Gestern in Hanau hat es schon Clara gesagt, es sind 10 Menschen umgebracht worden. Es ist so schlimm, dass wir uns das zum Anlass nehmen sollten, um prinzipiell über Sicherheit zu sprechen. Nicht nur im Vier-Respekt-Zentrum, sondern auch bei euch in den Vereinen. Ich finde, man kann sich nie sicher fühlen, auch egal wie, ob man Polizei da hat oder da hat man keine Garantie. Vielleicht hat man Garantie für 2 Stunden, ich habe die Polizei da, nachher ist die Polizei weg. Da sind Themen, wo wir es da tagtäglich nicht drüber nachdenken. Ja, wir veranstalten auch Grillpartys, wir machen Weihnachtsfeste und laden viele Leute ein. Gerade dieses Thema Sicherheit ist eins, wo man jetzt jeden Tag nicht drüber nachdenkt. Die Mühlen beim Staat sind langsam, die reagieren ja oft nur. Und eine Frage, die wir uns stellen müssen als Vier-Respekt-Zentrum, ist zum Beispiel, wie gehen wir damit um? Es muss sozusagen klar werden den Bürgerinnen und Bürgern, wenn ihr solche Parteien wählt, dann unterstützt ihr die Ideologie, die die gewalttätigen Rechtsextremisten aufgreifen. Also die berufen sich ja auf Gedanken, auf Hetze, auf Hass. Und ihr Hass wird ja geschürt. Ich finde immer noch, dass wir miteinander reden müssen. Aber dieses Angebot, das ich habe jetzt 3-4 Jahre danach, das habe ich auch ins Buch reingeschrieben, ich denke jetzt so darüber nach, dass ich nicht mehr den Raum geben würde Funktionären. Ich würde nicht mehr so Parteifunktionäre wie von der AfD, denen würde ich nicht mehr Raum geben, mit denen würde ich nicht mehr reden, weil die wissen genau, was sie tun. Sie haben jemanden wie Höcke in der Partei, der hat bei der 200. Kundgebung bei Pegida zum Umsturz aufgerufen und zum Kampf. Genau das ist dann einige Tage später ja passiert in Hanau. Die organisierten Demagoginnen und Demagogen, die müssen wir bekämpfen mit allen Mitteln, die es gibt. In diesem Sinne, es brennt und es brennt. Ich war bei diesem Schießstand und ich wollte unbedingt erfahren, wie das ist, zu schießen. Ich wollte wissen, was das für ein Reiz ist, dass man ein Menschenleben auslöschen könnte. Was bewegt es den Menschen, das zu tun? Diese Waffen sind so ungeheuerlich. Die sind so, also man ist so mächtig damit. Und das habe ich verstanden. Und das wollte ich verstehen, um dann auch wieder Abstand nehmen zu können. Sie erreichen mich gerade im Viel-Respekt-Zentrum, das Zentrum für gegenseitigen Respekt und Vielfalt, das ich gegründet habe, genau, in Essen. Mhm.
Einerseits wollen wir sichtbar werden, für unsere Rechte einstehen und kämpfen, unsere Stimme nutzen, Gleichberechtigung, weniger Diskriminierung. Aber sobald wir an die Öffentlichkeit gehen, sind wir Zielscheibe und Projektionsfläche des Hasses. Ich finde, und das denke nicht nur ich, sondern alle People of Color, alle Menschen mit Migrationsgeschichte denken Folgendes: Deutschland hat Nazis nicht im Griff. Wie ich sagte, es ist erstmal etwas völlig kaputt gegangen, dieses Urvertrauen. Ich habe jetzt, wie gesagt, da sich Heiko Maas eingeschaltet hatte, ich spreche gerade mit dem Kommunikationsbüro, weil zumindest er den Kontakt sucht zu den Betroffenen. Das ist, also kein anderer Politiker, also wer von denen sucht jetzt den Kontakt zu den Betroffenen und sagt so, was braucht ihr? Es kann zu jeder Sekunde etwas passieren. Wir wissen das ja gar nicht. Vielleicht steigt er in eine U-Bahn, vielleicht kommt da irgend so ein Attentäter, der da irgendwas macht und so. Natürlich hat man so Angst um Ali. Alle haben einen kleinen Gedanken, dass wir nicht mehr sicher in Deutschland leben können. Natürlich, weil durch dieses ganze Rassismus-Ding, dieses ganze Rechtsextremisten. Natürlich haben wir alle dann Angst, in Deutschland noch zu leben und stellen uns dann auf eine andere Art und einem anderen Verhalten, auch psychisch. Das ändert sich deshalb ein wenig, dass wir da viel, viel vorsichtiger sind. Meine Eltern auch. Ja. Von Corona habe ich mir überlegt, wie ich Alemannia-Videos, also gesellschaftspolitische Gespräche über Integration, Zusammenhalt, Demokratie, trotzdem fortführen kann. Und ich bin ja jetzt gerade in Berlin, in der WG von Freunden, und werde die Folgen dort produzieren. Und zwar über zum Beispiel Skype oder Zoom, also Online-Dienstleister für Videokonversation. Und da hat auch schon ein Gast zugesagt, wo ich mich richtig freue. Und zwar ist mein Gast Cem Özdemir. Es ist richtig schön, dass ich jetzt mit ihm im Rahmen von Alemannia ein Gespräch führen kann. Ah, jetzt geht's. Herzlich willkommen, Cem. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Schön. Cem, wir erleben ja gerade harte Zeiten, die Corona-Pandemie. Bei dem ganzen Corona-Chaos habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Hanau so untergeht. Was ist deine Einschätzung, vielleicht kurz mal, wie wird Hanau aufgearbeitet werden jetzt in der nächsten Zeit? Oder gehen wir vom Schlimmsten aus, es wird unter der Bildoberfläche eben verschwinden? Das ist eine gute Frage. Lass mich dir so antworten. Es gibt eine Vorstufe dazu. Es gibt ein gesellschaftliches Klima, das erzeugt wird durch Hass, durch Brandreden von Kollegen von mir im Parlament, von der AfD, Kollegen in Anführungszeichen. Es ist traurig, dass all diese Morde stattfinden mussten, damit man das Offensichtliche sieht, welche riesige Gefahr da lauert und dass man das ernst nehmen muss. Hast du geschafft? Fast eine Stunde, ich bin den Laden aufgemacht, einen Kunden habe ich gehabt. Das wegen der Corona. Normal bis jetzt muss das eigentlich 5 Kunden oder 6 Kunden haben, aber jetzt eine Kunden. Hoffe ich, dass dieser April oder Mitte April, dass vorbei diese Corona, dann kommt alles normal für alle Menschen. Ja. Olum günaydın. Günaydın baba. Nasılsın? İyiyim. Şey görebiliyor musun? Der Dönerimbiss, wenn er nicht läuft, dann kommt ja kein Geld und der arbeitet natürlich trotzdem. Die können sich's nicht leisten, einfach zuzumachen.
dieses Privileg haben manche nicht. Wie zum Beispiel mein Vater, der muss trotzdem seinen Unterhalt eben dadurch sichern, dass er arbeitet, und zwar jetzt durch Lieferdienst. Also der ist trotzdem im Imbiss 10 bis 12 Stunden und wartet, dass jemand anruft, um das Essen an ihm zu bringen. Und dadurch, dass er Diabetes hat, bin ich natürlich besorgt. Thomas. Hi. Hi. Ist das früh? Nö, voll gut, komm rein. Na? Ist auch Corona-Frisur? Ja, ja, total. Keine Zeit mehr. Na, grüß dich. Hey. Es ist irgendwie anders als was. Fühl dich umarmt. Ja. Schön, dass du da bist. Komm rein. Wir sind auch gerade erst gekommen. Genau. Ja, klar. Ja. Ich zeig dir mal das Studio. Mhm. Das Setting ist jetzt fertig. Endlich. Mal so die letzte große Baustelle hier im Vier-Respekt-Zentrum. Und ja, ansonsten super leer, ne? Also, ja. Ja, ist vor allem so Begegnungsstätten wie hier trifft es. Und deshalb gibt es viele Leute, die auch diese Maßnahmen ablehnen. Eine krude Mischung aus Impfgegnern, Linksextremen, Rechtsextremen, Verschwörungstheoretikern, Leute mit Aluhut oder die einen Dachschaden haben, kommen da zusammen. Und da muss man sich manchmal auch zwingen, das alles ernst zu nehmen, weil das manchmal so abstruse Geschichten sind. Übrigens, Ali, es sind leider auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwelchen Verschwörungstheorien gerne glauben und allen Gerüchten her, und die mir Bilder schicken von Truppenbewegungen in Deutschland oder das Virus kommt aus den USA, manchmal aus Israel, manchmal auch aus China oder Russland. Eine Frage, was hast du am 19. Februar 2020 gemacht? 19. Februar? Mhm. Könnte ich jetzt in meinen Kalender gucken. Weißt du nicht, okay. Da war der rassistische Anschlag in Hanau, bei dem 9 Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund getötet wurden. Manche Medien schreiben ausländische Wurzeln. Danach hat der 43-jährige Deutsche ohne Migrationshintergrund Tobias seine Mutter umgebracht und dann sich selbst, ja. Sozusagen für den Hintergrund. Und das ist der junge Mann, der versucht hat, erst in die Synagoge zu kommen. Nee, das war in Halle. Okay. Hanau, Halle. Okay. Genau, Hanau. So, wir sind jetzt in Hessen. okay. Und das war die Geschichte mit den 2 Shisha-Bars und mit dem Kiosk. Jetzt ist alles wieder da. Genau. Hey Siri, ruf Mama an. Hallo Mami, ja? Das war, glaube ich, unser erster Urlaub am Strand. Ich glaube, 2016 war das. Ja, stimmt, 2016, unser erster Urlaub am Strand. Davor waren meine Eltern noch nie wirklich am Strand und auch nie wirklich so in so einem schönen Hotel oder so. Und das war das erste Mal, da haben wir auch hingespart und bin ich sehr stolz drauf. Dieses Bild ist auch bei mir zu Hause im Zimmer. Hier wohnt die Prinzessin, die Silan. Hey! Hallo. Hi. Na? Meine jüngste Schwester. Hi. Und das jüngste Kind. Einmal der älteste und das jüngste Kind. Ich glaube, Silan hat einen Gerechtigkeitssinn. Das finde ich echt krass. Also auch in der Schule und so bekomme ich mit, dass sie sich einsetzt für gute Themen oder für schwache Menschen. Also ja, Silan ist auf jeden Fall ganz nach mir gekommen. Nein, Spaß. An der Schule von Silan. Dort waren es auch Konflikte innerhalb verschiedener Ethnien, beziehungsweise es war eine Diskriminierung einfach auch unserer Herkunftskultur. Und Kinder greifen ja für gewöhnlich das auf, was die Eltern sagen. Und das ist halt das, was auch in der Schule von Silan passiert ist, wo ich dann im Sommer 2018, kurz nach #MeToo, dort war. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich war erst beim Bundespräsidenten, hatte natürlich meinen Anzug an und irgendwie geredet über die Lage und dann an die Baustellen zu gehen, an Schulen zum Beispiel, und dort das zu benennen, das Problem, sich einzusetzen, darauf kommt es an. Musik.
Ich finde den Begriff Mustermigrant, ich stehe da ambivalent dazu. Das eine ist, dass Mustermigranten auch Leid schaffen für diejenigen, die nicht so sein können, weil da gibt es eine Person, die eine Bilderbuchgeschichte, fabelhafte Sprachkenntnisse, gute Noten, einen tollen Beruf vorlegt und die anderen werden neidisch, die anderen können nicht so weit kommen. Es hat viele Gründe, warum sie das nicht können oder wollen. Und schafft so eine Art Konkurrenzdenken auch. Ne? Wer ist der oder die bessere Migrantin? Das darf es halt nicht geben. Genauso kann es auch keinen Mustermigranten geben oder eine Mustermigrantin. Wenn es einen Mustermigrantin gäbe, würde das für alle anderen weniger Freiheit bedeuten. Weil dann die weiße Mehrheitsgesellschaft in ihrer Richterperspektive auf den Mustermigranten schauen würde und auf die anderen und sagen würde, ihr müsst genauso sein wie diese Person. Die ist super, die akzeptieren wir. Aber dieses Spiel mache ich nicht mehr mit. Ich habe das aus ganz bestimmten Gründen gemacht und es hat sich so entwickelt, aber das heißt nicht, dass ich besser integriert bin, weil ich muss mich nicht integrieren. Das heißt nicht, dass ich Deutscher bin, weil wir sind alle deutsch oder halt auch nicht. Ich möchte einfach weniger Leid, möchte einfach mehr Ressourcen, mehr Teilhabe, mehr Partizipation. Ich möchte, dass es eine faire Gesellschaft gibt, weniger Rassismus. Darum geht es mir. Warum wollte ich immer mich so sehr anpassen? Warum war ich eigentlich immer darauf bedacht, dass mich alle gut bewerten, dass sie mich als integriert und akzeptiert wahrnehmen? Warum war mir das immer so wichtig? Kann ich nicht selber ein bisschen Selbstbewusstsein haben und sagen, nee, ich mache das nicht, ich kümmere mich jetzt auch um mich oder um unsere Leute, um die, die wirklich ermordet werden, um die, die ausgebeutet werden. Was ist mit denen? Hi. Guten Abend. Ich würde gerne einchecken. Ja, genau, Herr Can. Ja. Es ist echt eine schöne Stadt. Das muss man sagen. Kann ich Sie mal was fragen? Sie können. Mich interessiert es, ob diese Protestbewegung am Theaterplatz noch montags stattfindet. Sie meinen Pegida? Ja, genau. Diese gibt es immer noch. Aha. Nicht mehr in dieser Masse. Aha. Was ganz zum Anfang mit 20.000 war, das ist jetzt nur noch so um die 2.000, 3.000. Mhm. Es ist immer eine Sache für sich. Man kann sie lieben, man kann sie nicht lieben. Ich liebe sie persönlich nie. Mhm. Schon alleine vom Dienst wegen her, weil dann ist immer in der Stadt ein Chaos. Ich verstehe manchmal nicht, warum dann sozusagen es immer so einen Sündenbock gibt. Das war ja schon immer so. Aber also, ne, dann, als es die Krise in Griechenland war, dann haben die Leute über die Griechen geschimpft. Dann, als Sarrazin war, ging es um die Türken und Muslime. Also irgendwie gibt es immer jemanden, der herhalten muss. Und das finde ich, warum ist das so? Wissen Sie das? Das kann ich Ihnen sagen. Hm. Weil manche so blind sind und ihre eigenen Probleme auf andere abwälzen. Hm. Man will in dem Moment, wo man laut macht, von den eigenen Problemen ablenken. Hm. Ich glaube, dass Menschen halt auch zur Begegnung bereit sein müssen. Also als ich beim ersten Mal bei Pegida war, da habe ich ganz viele Gespräche geführt und festgestellt, dass alle, mit denen ich geredet habe, noch nie ein längeres Gespräch oder eine Begegnung hatten mit jemandem, der einen Fluchthintergrund hatte. Ähnlich wie bei der Hotline für besorgte Bürger ist es auch in anderen Fällen so, dass jede Begegnung einen Raum öffnet, wo man Gemeinsamkeiten entdecken kann. Und plötzlich geht es nicht mehr um rechts gegen links, es geht nicht mehr um Ethnien oder Religionen, sondern es geht darum, finden wir eine Basis? Die Geschichte des Ostens ist kaum bekannt. Ne? Also 1949 ist hier was völlig anderes entstanden. Und da sehen Sie, wie weit die Klüfte sind, wie weit das auseinander sind. Und da können Sie gar nichts dafür, aber für mich sind Sie ein Westdeutscher. Sie sind oft hier gewesen.
Aber Sie haben das nicht registriert, glaube ich. Wie gesagt, ich bin auch deutsch. Ich bin nicht ostdeutsch, sondern ich bin deutsch. Und gleichzeitig nehmen wir kurdisch, alevitisch, türkisch, was auch immer. Also ich glaube, dass Aufklärung auch bei bestimmten Gruppen, bei bestimmten Bevölkerungsteilen auch irgendwann an eine Grenze stößt. Also blöd gesagt, wenn Sie jetzt am nächsten Montag auf die Pegida-Bühne gehen und dann richtig gute Rede halten, die 1000 Leute, die werden Sie trotzdem nicht überzeugen. Mein Schluss ist derselbe, den Sie eigentlich haben. Ich habe gemerkt, dass es am Ende nichts bringt, mich zu integrieren und dass Deutschsein nicht die Lösung ist. Weil ich habe mir Mühe gegeben und ich bin für manche Menschen der Mustermigrant schlechthin, aber es bringt nichts. In Hanau wurden 9 Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund ermordet. Mein Cousin, der auch in Dietzenbach wohnt, war eine Woche zuvor in der Midnight Shisha Bar. Es hätte ihn genauso treffen können. Und die sind auch gut integriert in diesem paternalistischen Integrationssinne. Auch die geben sich Mühe, zahlen Steuern, sind tolle Mitbürger, aber es bringt nichts. Das ist der Platz, auf dem Pegida stattfand vor 4 Jahren. Ich kam so aus der Ecke und ich habe schon gesehen, dass da vorne beim Gebäude und ja, hier so am Zwinger, dass da schon viele Menschen standen und dass es da schon so anfing mit den ersten Teilnehmenden, die sich so zusammen, ja, rotten ist das falsche Wort, aber die so immer mehr zusammenkamen und dass dieses Zusammenkommen, das hatte schon was Unheimliches. Einige Jahre später fühlt sich das für mich so etwas anders an, weil dazwischen sehr viel passiert ist einfach. Die ganzen rechtsextremen Morde angeht, die neuen Rassismusdebatten. Wie hilfreich ist so ein Gespräch? Wie sinnvoll ist es, auf einer Demo zu sprechen? Wo sind vielleicht Grenzen auch des Dialogs? Es ist ja nicht nur eine reine Wolke von Besorgnis, die hier schwebt. Das sind Menschen, die sind richtig feindlich gegenüber Geflüchteten. Das sind Menschen, die Stress machen. Das sind Menschen, die im Alltag rassistische Sprüche raushauen, die sich selbst als die Hüter des Landes sehen oder so. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ich glaube schon an das Gute im Menschen. Und mich interessiert die Frage, wo muss man schrauben? Also wie so ein Ingenieur, nur der sozial arbeitet. Wo muss ich schrauben, was muss ich tun, um das Böse zum Guten zu machen? Um das Böse zu zerlegen, also Risse zu schaffen in der Mauer, sodass so ein bisschen Licht rauskommt oder durchscheint. Wer filmt denn da? Könnt ihr mal sagen, wer ihr seid? Haben sich schon Fragen gestellt? Der Westdeutsche Rundfunk, Franz. Ach du liebe Güte. Herr Wiese, darf ich vielleicht eine Frage stellen? Das Ausland schaut auf uns zu uns hoch, weil sie immer wieder feststellen, dass an der Spitze der Regierung eine Person ist, die sich sehr wohlwollend und konstruktiv gemeinschaftlich ausdrückt gegenüber Zuwanderung, gegenüber Migration. Meinen Sie nicht, dass, ich wohne jetzt im Ruhrgebiet, dass die neue Kohle vielleicht in Deutschland, worauf wir stolz sein können, das neue Made in Germany, nicht der Umgang mit Vielfalt ist, Vielfalt der Meinungen, Migration? Was produziert das? Was produziert das? Also wir sind hier nicht da, um zu erfahren, was das... Ja, Kohle erzeugt Strom, Wind erzeugt auch Strom. Wir wissen so viel, aber doch gibt es keinen großen Wandel. Und da werde ich auch so langsam ein bisschen ungeduldiger, weil ich mir denke, was ist mit den Opfern, die ausgebeutet werden, was ist mit denen? Ich habe Wut auf jeden Fall in mir, aber ich habe nie wirklich meine Wut bewusst rausgelassen. Aber da hat auch so ein kleiner Sinneswandel stattgefunden. Dieser Sinneswandel meint nicht, dass ich das Dialogische aufgegeben habe. Aber ich kümmere mich jetzt auch um mich oder um unsere Leute, um die, die wirklich
ermordet werden und möchte auch mich um die Betroffenen kümmern.